Moin moin, liebe Shakes und Fidget-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Lieblings-Browser-Game. Ich hoffe, euch geht's gut und dass ihr einen nicen Tag habt und auch hattet von gestern auf heute. Ich habe gestern tatsächlich geschafft, alleine an das Pad zu denken. Der liebe, gut, habe ich jetzt hier nicht mehr, sind alles alte Nachrichten. Obwohl, ne, Shit war von gestern hier. Holy Yoto hatte sich gemeldet und hat halt mich tatsächlich nochmal dran erinnert, von wegen, ey, hier, guck mal nach dem Pad. Du wolltest erinnert werden, nice Sache. Und ja, hab's tatsächlich geschafft, alleine dran zu denken. Schön ein little bit stolz auf mich. Wir schmeißen jetzt hier erstmal die Sachen rein, die wir alle nicht benötigen. Krieg noch eine Waffe drin rein, damit wir uns hier nochmal pushen können. Und wenn man die zerlegt, das gibt ordentlich Stuff. Gegenstand zerlegen 800. Und da drüber steht eine andere Anzahl. Oder ist das, wie viel man da reingepumpt hat? Würde mich echt mal interessieren. Es würde mich echt interessieren, was das genau aussagt. So, 364er, ich glaube, da war gefunden, als wir relativ unten waren. Aber die Kleinen sind so oder so alle uninteressant für uns. Hier nur 5 Tage und 6 Stunden, genau ein Tag ist rum. So dass das halt relativ egal ist. Also können wir eigentlich noch relativ gut missachten. Ja, endlich haben wir mal Glück. Gestern Abend war da wieder Flaute bei den Angriffen. Muss echt die Schmiede noch hochballern. Eigentlich gar keinen Turn drauf, aber nun gut. Weil das ist auch nicht gerade günstig. Ja, jetzt hatten wir echt Glück. Jetzt hatten wir gute Gegner dabei. So, nice. Ich habe gestern Abend nicht viel gemacht, weil ich relativ früh ins Bett gegangen bin. War gestern recht kaputt. Ändert sich das Bild hier auch? Ich glaube, das hat sich auch geändert, oder? Weiß ich gar nicht. Na, auf jeden Fall haben wir uns auf diesem Server, das finde ich mega nice, so eieiei, als dritte Kraft etabliert hinter den Dark Knights und Supreme Team. Mega cool, macht mich richtig stolz, dass wir da uns festsetzen konnten. Ich denke, den Seelenextraktor werden wir ausbauen. Oh, kostet ja gar nicht wenig, Gott sei Dank. Gut, hier könnten wir auch ausbauen, aber ich mache den Seelenextraktor. Sonst haben wir alles Wichtige in Anführungszeichen auf Stufe 8. Ja, Seelenextraktor und dann hier die Zeitmaschine, gucken wir mal ganz fix. Ja, können wir das danach dann machen. So, Pets füttern. Genau, wir müssen hier gucken, dass Hupp die Katz ganz viel Futter bekommt. Tevich sowieso. Und hier können wir noch warten. Heute Nacht kommt wieder ein Pet. Und zwar Kuklitz. Kommt heute Abend. Mal gucken, schaffen wir Flederadapt. Das wäre natürlich mega cool, aber wenn ich so die Werte vergleiche, denke ich eher nicht, obwohl wir bei Tink auch sehr viel Glück hatten. Aber hier einen besseren Rudelbonus bekommen wir einfach nicht. Das ist also eigentlich... Ich meine, wie gesagt, wir können es halt noch pushen, ne? Also ruppt die Katz hoffentlich. Aber es wird sehr, sehr schwierig,
tatsächlich irgendwie ranzukommen am Pharamum, so dass ich tatsächlich denke, dass wir, wenn, leider noch ein Jahr warten müssen. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. Den Wüstenwühler haben wir morgen in der Page. Joa, hier geht's auch nicht weiter. Im Wirbelsturm könnte ich höchstens Twine. Ich habe auch offscreen nochmal hier seit jede Stunde versucht, aber es geht einfach nicht. Ich komme hier nicht an Schreck vorbei, sodass da leider eigentlich Stillstand ist. Hier die Runen sind auf 5%. Die können wir mal mitnehmen. Danke. Noch eine? What the fuck? Nehmen wir mit. Okay, das ist auch eins. Schon mal 4% gestiegen. Not bad. Ist quasi so ein Magic Find Bonus aus Diablo. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Na, da kann man auch Runen, Wörter machen und so weiter und generell auf den Gegenständen Magic Find Bonus haben. Und so, dass man bessere Gegenstände findet. Ich denke, so kann man sich auch hier ein Set aufbauen, dass man die Gegenstände quasi anzieht und ja, aber ich sammle weiter Runen und das ist das Stichwort. Mega nice, dass wir einmal in die Arena gucken. Wir sind jetzt auf 60 Millionen, haben hier 4 Millionen auf der Tasche. Hab gestern Nachmittag, Abend hier den Speed Bonus genommen und einfach mega nice, wie schnell da das Gold reinkommt. Wir können jetzt auch ohne Probleme halt Toiletten eigentlich bauen und das ist halt auch schon eine coole Sache. Gucken, kommen wir auf mega nice, so, zack. Ich sag's immer. Das tut mir echt leid, das wurde auch im Video gestern als Kommentar drunter geschrieben. Absolut niemand. Und dann Gaming Wolves. Mega, mega nice. Ja. Ja. Dann sind wir auf 500. Bringt immer schön alle 4 Minuten ein bisschen schneller halt 15 Trillionen rein. Heute Morgen bin ich halt aufgestanden und hatte das erstmal Quadrillionen. Ist schon eine Menge Holz. So, Festung auf Stufe 7. Ritterhalle. Holen wir uns ganz fix. Klicken wir einmal auf Gilde. Werden von den Gewinnern angegriffen. Müssen mal gucken, dass wir hier wieder Therapiegruppe müsste. Ja, Raids ballern. Deswegen sind die so weit unten. Dass wir hier auch wieder mehr Kämpfe machen. Weiß gar nicht, doch haben eine recht stabile Gilde, auch sehr viele 50er, so dass wir hier, was war das, useless, aber wir können auch nach oben uns orientieren, ja, dass wir auch solche Gilden angreifen können und das werden wir dann auch machen. Oh ne, wartet mal. Ich vergesse das immer wieder und ich habe auch verdrängt, was für ein Krampf das tatsächlich ist, das Album zu füllen ohne den Heiligen Gral. Es ist halt echt. Ja, was machen wir? Wo kommen wir vorbei? Ja, hier könnten wir eigentlich auch vorbeikommen. Ja, tada, und ein Glücksepik bekommen. Aber mir ging es da viel mehr um die Erfahrungspunkte. So, wir können hier einmal eben pushen. So, auf 250 alles.
Haben wir Glück schon so viel ausgegeben. Aber nun gut. Glücksrad. Was bringt das? Schmutz. Aber können wir das jetzt auf... Ne, können wir nicht. Schade. Ich hasse so ungerade Zahlen wie die Pest. Ihr dürftet das ja mittlerweile von mir schon kennen. Hier können wir erstmal stehen lassen alles. Aber ist schon nice, wie gut das hoch skaliert. Das ist schon echt extrem. Mal gucken, ob wir ein bisschen Geld im Wirbelsturm verdienen können. Sehr schick. Oh, das geht doch hier endlich mal ein bisschen gut von der Hand. Komm schon. Nö. Nö. Ja. Gucken. Erfahrungsbonus. Nein. Oh, Abenteuer. Ey. Haben wir etwa Brustrüstungen? Ja, dann. Tschüss. Sollten das heute, denke ich, tatsächlich fertig bekommen. Freut mich riesig. Sehr, sehr cool. Heute spätestens morgen und dann muss es nur noch ein bisschen köcheln. Ah, das ist auch so undankbar, wenn das so teuer ist. Es geht halt wirklich gefühlt kaum nach oben. Und es ist halt einfach schrecklich. Wäre eigentlich cool, wenn ich hier mal ein Epic bekommen würde. Komm schon. Mal, war noch ein Brustpanzer, aber ich glaube, das bringt uns nichts, ne? Ja! Jetzt kriegen wir auch irgendwie geführt kein Gold mehr. Besser ist. Besser ist es. What the fuck? Das ist natürlich schwierig, aber ich gehe halt auf Schriftrolle. Lieber für die Allgemeinheit als nur für mich. Wir können halt nichts damit machen, wir können es halt nur wegschmeißen. Das ist halt schon... Ah, den Gürtel, den würde ich halt schon gerne behalten. Na. Okay. Das bringt uns wenigstens noch Gold. Hey, wie... Also, bringen die Sachen, bringen doch nochmal gar nichts, oder? Gerade stand doch da von wegen. Okay, warum auch immer die Sachen auf einmal was bringen. Ja, gerade stand eigentlich, dass das alles im Klo war. Aber so ist auch gut. Wie gesagt, die Sachen für epische Gegenstände, die behalten wir. Und alles andere können wir zerschrotten. So, gucken, ob wir auf 20 pushen, aber jetzt haben wir hier anscheinend einen Gegner. Traumpaar Schön und das Biest sich jetzt erst, wo wir ein bisschen twinen können. Oder müssen vielmehr, wobei ich denke, das ist doch nice. Jetzt hat es geklappt. Ach komm schon, sonst ist eigentlich immer so, dass man bestimmte Gegner hat, wo es länger dauert und danach geht's ratzfatz, aber ich sehe gerade den Stärkewert. Nice. Sehr schön.
Dieses Geräusch, ey. Von der Waffel. Nein, ist einfach mal übertrieben. Leider keine Runen. Money in my patch. Was haben wir hier? Ja, das kriege ich hin. Deswegen ist es noch schön günstig. Zack. Zack. So. Yay! Haben wir das auch geschafft? Und dann ist eigentlich soweit alles getan und ich kann euch entlassen für heute. Schauen wir noch, ob wir hier irgendwo was machen können, aber es sieht nicht danach aus. Ich werde das noch auf 500 prügeln. Und dann mal gucken. Bedanke mich dann bei euch fürs Zuschauen. War wieder ein nice Video. Haben ein bisschen was geschafft. Richtig gut. Ich hoffe, ich vergesse nicht, da ich den Gürtel nicht zerschrotten möchte. Damit ich einfach ein paar Gegenstände finde, werde auch die Schatzkammer, denke ich, weiter ausbauen dann noch. Dass wir uns diese Gegenstände tatsächlich aufbewahren mit epischen bzw. mit Magic Find Bonus. Das könnte uns, denke ich, doch ganz gut Vorteile schaffen. Umso mehr Runen wir bekommen, desto höher werden die Prozente drauf. Bin mal gespannt, ob ich irgendwann eine Waffe vielleicht finde mit Rune, dass wir einfach mehr Damage machen. Aber ja, es wird, denke ich, schwierig bzw. ein langwieriger Prozess, darauf zu schwitzen. Aber nun gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut!